Hey. Ich habe über euer Angebot nachgedacht, Exzellenz. Ich möchte für euch arbeiten. Nicht für mich, mein Sohn. Für den König und das Königreich von Nirtana. Es gibt einige Dinge, um die wir uns dringend kümmern müssen. Nicht so schnell. Lasst uns zuerst ein paar Dinge klarstellen. Mir gefällt dein Tonfall nicht. Ich übernehme gerne jede Aufgabe. Ich habe nur eine Bedingung. Was willst du? Gold? Titel? Ehrungen? Wenn ich mich für euch als nützlich erweise, nehmt ihr mich mit aufs Festland. Du wirst mitten in den Krieg hineinsegeln? Nicht viele würden so etwas wagen. Hm. Warum bittest du darum? Sagen wir einfach, dass Achroes mich sehr enttäuscht hat. Diese verdammte Insel hat mir meinen Bruder genommen. Hier gibt es keinen Platz mehr für mich. Es tut mir leid, dass du einen solchen Verlust erleiden musstest. So soll es sein. Wenn wir alle Fragen geklärt haben, verspreche ich dir, dass ich einen Platz für dich auf meinem Schiff finden werde. Also, wo soll ich anfangen? Nun gut. Ich habe etwas Anspruchsloses, um unsere fruchtbare Partnerschaft zu beginnen. Es gibt eine Gruppe von Musikern. Sie nennen sich in Extremo. Während ihrer Konzerte äußern sie wenig Schmeichelhaftes über die neu eingeführten königlichen Gesetze. Dann nehmt sie fest. Was ist das Problem? Das Problem ist, dass sie es nicht direkt sagen. Sie verstecken ihre Absichten hinter Metaphern und Halbwörtern. Ihre Aktivitäten bedrohen die Einheit des Landes. Ich möchte, dass du das stoppst. Lol. Ich verstehe nicht, warum diese Musiker so eine Bedrohung für euch sind. Sie rufen zu einem Boykott der Gesetze und zum Widerstand gegen den König auf. Sie sind in dieser Gegend sehr beliebt und durch ihre Konzerte könnte jemand auf gefährliche Ideen kommen. Es reicht schon, dass wir mit Ulrich nicht zurechtkommen. Wir brauchen nicht noch weitere Individuen dieser Art. Außerdem steigen dadurch die Zahlen derer, die ihn unterstützen. Was genau soll ich tun? Sie töten? Du denkst zu einfach. Das ist absolut nicht das, was ich meine. Ich habe zwei Ideen und es liegt an dir zu entscheiden, welche davon umgesetzt wird. Was ist die erste Idee? Sie müssen provoziert werden. Sie müssen den König auf eine klare und deutliche Art und Weise beleidigen. Das gibt uns die Möglichkeit, ihre schändlichen Aktivitäten aufzuhalten und sie zu verhaften. Mische dich bei einem Konzert unter die Menge. Wenn sie anfangen, etwas über das neue Gesetz zu sagen, provoziere sie so gut wie möglich. Irgendwann werden sie einen Fehler machen. Also machen die doch ein Konzert. Wie kann ich sicher sein, dass eure Leute mich nicht auch verhaften? Sie werden in deine Rolle eingewiesen. Offiziell sind sie für die Sicherheit während des Konzerts zuständig. Inoffiziell werden sie darauf warten, dass jemand etwas sagt, was er nicht sagen sollte. Diese Methode hat einen Nachteil. Wir sind nicht sicher, ob in Extremo provoziert werden kann. Aber dafür riskieren wir praktisch nicht. Ich möchte etwas über die andere Methode erfahren. Ehrlich gesagt wäre es mir lieber, du müsstest sie nicht benutzen. Finde einen Mann namens Huxley. Er ist ein Vertrauter von mir. Er arbeitet schon seit einiger Zeit an den Extremo. Soweit ich weiß, hat er es geschafft, ihre Schwachstelle zu finden, aber das Problem sind seine Methoden. Sehr brutale Methoden. Wo kann ich ihn finden? Er ist in der Werft beschäftigt. Oh. So erregt er keinen Verdacht und ich weiß, was im Hafen los ist. Okay. Wo und wann findet das Konzert statt? Heute im Hafen. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit. Ganz einfach, Marvin. Wenn du keinen Erfolg hast, brauchst du gar nicht erst zu mir zurückzukommen. Erwarte keine Strafe, aber unser Abkommen wird ungültig. Ist dir das klar? Ja, natürlich. Noch eine Sache. Geh nur zu Huxley, wenn du sie nicht provozieren kannst. Ich warte auf die Ergebnisse. Oh. Okay, die Quest könnte wirklich sehr interessant werden. Wir müssen uns einfach gegen Extremo richten. Krass. Und das ist auch interessant, dass er dann zum Festland segeln möchte. Okay, aber Akolos hat ihm wirklich nur Negatives gegeben. Er ist nicht mehr der kleine Junge, er ist jetzt ein starker Krieger durch deinen Bruder geworden. Aber wir müssen es halt wirklich auf harter Fahrt sagen, dass uns die Insel nur Negatives gebracht hat, statt Positives. Und jetzt werden wir halt gefühlt verfolgt von jedem. Wir werden von unserer eigenen Gilde nur ausgebeutet. Seit einer geraumer Zeit und ja... Kluges Kerlchen. Na bitte. Von mir erfährt keiner. Herr Mannerlik, Uloi, wenn die Fliulie, Juvesolviada. Werte Bürger von Achrolos, danke, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Wir werden für euch spielen.
Bis zum Ende des Krieges und noch einen Tag darauf. Denk daran. Das Gesetz dient dem Menschen, nicht der Mensch dem Gesetz. Lasst uns das nicht vergessen. Lasst uns für unsere Rechte kämpfen. Nieder mit den... Solange wir leben, wird Komma... Nieder mit den barbarischen Gesetzen. Er hat recht. Wir, die Bürger von Myrtana, sind das Gesetz und unsere Meinung sollte respektiert werden. Die Bestrafung muss der Tat angemessen sein. Verdient ein Mensch in verzweifelter Not die Höchststrafe? Nein, jeder Fall ist anders. Bravo, junger Mann. Es gibt kein einheitliches Urteil für uns alle. Was könnt ihr also tun, werte Bürger von Acholos? Volk befreit Acholos. Ignoriert das Gesetz, widersteht. Widersteht? Jawohl. Äußert eure Bedenken. Bringt eure Unzufriedenheit zum Ausdruck. Gemeinsam sind wir stark. Was wird eure Antwort sein? Ehrenwerte Bürger von Acholos. Tod den Verrätern Myrtanas. Ihr irrt euch. Diejenigen, die für dieses Gesetz verantwortlich sind, sind keine Verräter. Bei dem Versuch, das Königreich zu retten, sind sie vom rechten Weg abgekommen. König Roba, das Volk von Acholos hat gesprochen. Kommt zur Vernunft. Wir wollen eure Vision für Myrtana nicht. Danke, werte Bürger von Acholos. Wir würden gerne wieder für euch spielen. Habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Ah. Ja. Okay. Aber welchen Wachen? Ich komme von Gräs. Ich weiß. Ich wurde über deinen Auftrag informiert. Ansonsten wärst du schon im Kerker. Verhafte die Band. Sie haben öffentlich den König kritisiert. Junge, wenn ich jeden verhaften könnte, der nicht dem Willen des Königs zustimmt, wäre Korinis jetzt schon stark überbevölkert. Das ist nicht gut genug. Wirklich? Aber Gräsen hat angeordnet. Dann kann er herkommen und sie selber verhaften. Wozu? Soll ich die Leute wegen eines Satzes verhaften? Ja, wenn andere Beweise ans Licht kommen, könnten wir das zu unserem Vorteil nutzen. Aber für sich genommen bedeuten sie nichts. Was sollte ich dann deiner Meinung nach tun? Du hast deine Befehle. Find es selber raus. Ich werde hier nicht deine Arbeit für dich machen. Wenn ich du wäre, würde ich versuchen, ihr Vertrauen zu gewinnen. Vielleicht können sie dann zu einem gewagteren Verhalten angestiftet werden. Komm wieder, wenn du tatsächlich was hast. Ah, müssen zu Huxleys, stimmt. Stimmt. Nur wo ist der? Der müsste doch irgendwo dann hier sein, in der Nähe, oder nicht? Mit 10 Jahren begann ich. Ja, ja. Das kennen wir doch schon. Wo ist denn der? Hier? Aufbold. Ich bin beschäftigt. Irgendwo muss er doch sein. Hä? Ich hätte das anders gemacht. Ich bin ganz deiner Meinung. Das ist wirklich nicht mein Problem. Verstehe ich nicht. Ah, da oben vielleicht, oder?
sah schon so verdächtigerweise so aus. Das? Halt! Du hast hier nichts zu suchen. Was machst du? Wie alle Gardisten sorge ich für die Sicherheit des königlichen Gesandten. Ich hoffe, du mischst dich da nicht ein. Grayson meinte, dass du der Mann für schwierige Fälle bist. Sehr schwierig. Schade, dass deine kleine Provokation fehlgeschlagen ist. Ich habe getan, was ich konnte. Und es war nicht genug. Das ist der einzige Grund, weshalb du mit mir redest. Scheinbar hast du deine eigenen Methoden, das zu erreichen, was Grayson möchte. Weißt du, um was es geht? Ja, seine Exzellenz hat mich und Ulrik in Kenntnis gesetzt. Bevor wir anfangen, lass mich etwas klarstellen. Ich weiß, dass du es dir nicht erlauben kannst, diesen Auftrag zu vermasseln. Deshalb solltest du wissen, dass du nicht mögen wirst, was ich mache. Wenn du anfängst, meine Methoden zu hinterfragen, was das mit uns? Ich werde das allein zu Ende bringen. Wenn du es so formulierst, was soll ich tun? Nichts. Geh mir aus dem Weg. Grayson hat gesagt. Mache es mal gar nichts. Wenn du mir aus dem Weg gehst, werde ich ihm sagen, dass du mir sehr geholfen hast. Du hast das Sagen. Das hast du schnell kapiert. Komm heute um Mitternacht zum Bordell Dunkle Geheimnisse. Sag ihnen, dass ich dich erwarte. Verstanden? Mitternacht. Dunkle Geheimnisse. Alles klar. Wir sehen uns heute Abend, Junge. Bin doch hier. Hä? Hä? Huxley erwartet mich. Hast du schon einmal mit ihm gearbeitet? Nein. Es ist das erste Mal, dass wir zusammenarbeiten. Ich fühle mit dir. Wenn du hier weggehst, wirst du nicht mehr derselbe Mann sein. Komm mit, ich bringe dich zu ihm. Wenn wir das nächste Mal reden, wirst du wissen, was ich damit meinte. Okay. Ich habe ein bisschen Angst, ne? Wow. Warum war das so vorherzusehen? Es ist da. Geh rein. Du kommst nicht mit rein? Ich bin nicht mutig genug. Haltet euch. Hä? Nein. Ach was. Ach was. Ich hatte schon Zweifel, ob du überhaupt auftauchen würdest. Ich versuche, mein Wort zu halten. Eine wertvolle Sache. Allerdings nicht in meinem Beruf. Mit wem haben wir das Vergnügen? Wo sind meine Manieren? Darf ich vorstellen, Flex? Aktiver Musiker der Gruppe in Extremo. Flex, sag hallo. Oho, der muss das Bewusstsein verloren haben. Also gut, Marvin. Es ist Zeit, dir zu zeigen, wie das Leben wirklich ist. Nimm das Wasser und schütte es über ihn. Das soll ihn aufwecken. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Lol. Wer bist du? Was willst du? Was hast du mit ihm gemacht? Noch nichts. Ich habe mich noch nicht einmal aufgewärmt. Jetzt, wo unser Freund wieder bei Bewusstsein ist, können wir anfangen. Flex, ich glaube, du weißt, warum du hier bist. Je eher du es zugibst, desto eher können wir unser schönes Treffen beenden. Zugeben? Was denn?
Ich bin unschuldig. Und wer bist du? Ein besorgter Bürger. Ich konnte nicht zulassen, dass du und deine Freunde einen Aufstand gegen den König anzetteln. Welcher Aufstand? Ich weiß nicht, wovon du redest, Mann. Ich habe dich gewarnt. Junge, schlag ihm ins Gesicht. Dann wird er sich daran erinnern, wovon wir hier reden. Mit Vergnügen. Wenn ich's machen muss, was soll ich machen? Steck die Pumpe. Erinnerst du dich jetzt? Ach, mein Gesicht. Lass mich deine Erinnerung auffrischen. Du und deine Kumpels von den Extremo stacheln die Menschen zum Aufstand an. Welcher Aufstand? Wir kritisieren lediglich seine neue Anordnung. Die Leute werden in der Kolonie für nichts gefangen gehalten. Also gibst es zu? Ich gebe gar nicht zu. Ich sage die Wahrheit. Du hast es selbst gehört, Junge. Er scheint nicht zu verstehen, was er da tut. Du musst es ihm erklären. Willst du mir helfen? Na gut, wenn ich unbedingt muss. Nichts zu holen. Schlag mich nicht mehr. Bitte nicht. Ich hab's dir schon gesagt. Wie lange es dauert, liegt ganz bei dir. Ich werde dir die Frage noch einmal stellen. Gibst du zu, dass du versucht hast, einen Aufstand auf Acholos anzuzetteln? Nein, ich bin unschuldig. Du enttäuschst mich. Nun gut, gehen wir zu überzeugenderen Argumenten über. Ach du Scheiße. Oh nein, es ist ja wie Sommerfest oder Spürst so. Du die Hitze? Du willst doch nicht, dass die Stange deine Haut berührt, oder? Bitte nicht. Tu es nicht. Ich bitte dich. Oh, ich glaube, meine Hand rutscht gleich. Oh nein. Wärmer, wärmer, heiß. Ich gestehe, tu mir nicht mehr weh. Warum nicht gleich so? Nun sag mir, wer sind die Verschwörer? Ich, Flex, habe mich gegen den König verschworen. Und sonst noch jemand? Ich und die ganze Gruppe in Extremo. Ich will deine Erklärung schriftlich haben. Denkst du, dass er das kann? Gib mir einen Moment, dann werde ich tun, was du sagst. Alles klar, Junge. Wir haben, was wir wollten. Ich kümmere mich um den Rest. Grüße seine Exzellenz von mir. Alter Schwede. Das war ja wirklich so Saw-mäßig oder ob ihr das kennt von Gothic, von GTA 5 mit Trevor oder so wie bei... Ja, das kennt man halt einfach von Filmen oder so. So crazy stuff einfach. Nevermind, wir haben es geschafft. Auch mit solchen Methoden muss man halt weiterkommen. Um ins Festland zu kommen. Ja. So ist es, ne? So nett anders. Nee, aber wie gesagt, ich muss es mir nochmal überlegen. Ob ich überhaupt wirklich die Lust habe, nochmal so einen Krampf dann machen zu wollen, um nochmal bei den Läufern die Quest zu machen. Also ja, wir können es machen. Wir haben jetzt sogar eine Karte eigentlich, wo wir gucken können, wo wir was machen müssen. Pablos Karte. Ja, guck mal, wir haben hier sogar, also sogar Orte, ne? Weißt du was? Wir machen es einfach ganz kurz. Wenn das hier die Map ist, dann gucken wir halt kurz. Das ist ja in der Stadt. Ich dachte, wir müssen die ganze Acholos-Insel abreißen. Na gut, dann machen wir es halt schnell. Und danach werde ich sagen, tun wir uns von den Läufen ablösen und werden Ring des Wassers. Ring des Wassers ist die richtige Gilde. Das hat uns das eigentlich schon bewiesen. Okay, das ist dann diesen Ort. Aber wo soll ich hier was finden? Auf dem Dach vielleicht? Oder unter Wasser? Oder hier? Irgendwo? Hier ist eh so eine fucking Riesenhalle. Richtig so unaufmerksam. Aber ich glaube, hier finden wir nichts. Hier ist glaube ich auch nichts. Hier sind nur Arbeiter. Und dieses Schiff hier ja, eh nicht. Wo soll denn hier was sein? Hier vielleicht? Wait a minute. Nee.
Kann es sein, dass es da wo reingeht? Nee. Okay, dann verstehe ich absolut nicht, was ich machen soll. Wir haben die Wahl. Alle Beweise. Aber. Verstehe das nicht. Okay, gucken wir mal einen anderen Ort, aber ich verstehe gerade nicht, was ich da machen soll, wirklich. Fehlen da auch ein paar NPCs, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht tatsächlich. Ich muss Beweise finden. So. Der nächste ist da beim Schiff. Ne? Geschäftsschluss. Da müssen Kisten für Schmuggler sind aufgegeben. Voll wurde gesagt, es kann jetzt einfach brennen. Verlegt jetzt andere. Okay, dann haben wir das schon erledigt. Das war ja einfach. So. Heißt, wir müssen Kisten finden, oder wie? Und hier? Das da? Nee. Lol. Das ist, glaube ich, nicht das. Aber ja, gut. Ja, was soll ich denn jetzt hier machen wieder? Oh oh. Das sieht nach Schmugglern oder nach irgendwelchen Leuten aus, die bedrohlich sein könnten. Das sind zu viele verschiedene Leute. Leibwächter, Leibwächter, Arma. Hä? Arma? Wer bist du? Wonach suchst du hier? Dein Vertrag ist beendet. Dein Vertrag ist abgelaufen. Sogar. Stimmt, wir haben ja. Oh Gott, das ist ja gar nichts. Ultraschaden. Ja, wenn er mal treffen würde. Alter, what the hell? Oh, meins. Gesundheit. Oh. Mana, 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 ba, 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 ba. Mana, Mana, ba, 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 ba. Alter, crazy. Crazy. Alter. Nichts zu plündern. Alter.
Alter! Das ist doch OP, das Gesia. Und ich dachte echt, das wäre ein Scheiß. Boah. Habe ich irgendwas, was mein Mana... Ja, hier. Nee, das ist Atem des Schutzes. Ach, ficken. Hier. Blaufiederextrakt. Okay. Okay, da geht es ja voll schnell. Ich habe echt gedacht, wir müssen jetzt so eine richtig verkackte Suchaktion machen, aber das ist ja wirklich nicht schwer. Aber jetzt hier, ne? Hier verstehe ich nicht, was ich machen soll. Vielleicht müssen wir auch weiter nach hinten gehen. Also hier ungefähr. Hier irgendwo. Gucken. Oder auf dem Dach, wie gesagt. Okay, da wartet einer da hinten. Halt! Keiner darf in die Nähe der Kisten. Ich will aber. Bist du taub? Ich will aber. Komm her. Ja, komm her. Alarm! Ja, ist ja gut. Alarm! Junge, bleib stehen, du Lump. Halt doch deine Fresse, bitte. Ich geh in deine Kisten. Haha, meins. Wow! Okay, Leute, ich glaube, ich habe die nächsten gefunden, oder? Schläger. Schläger. Hast du dich verlaufen? Das ist Dosart. Wir werden dir umgehend helfen. Oder hier hinten. Hier hinten ist auch eigentlich perfekter Ort für sowas, aber ich verstehe nicht, was ich tun soll. Oder hier? Hier vielleicht irgendwie? Nee. Kannst du mir helfen, Vari? Hey, du. Nee, was gibt's? Hä, was gibt's? Was? Was gibt's? Du weißt, dass das nicht gut ist. Ich wünsche mir, dass dieser verdammte Krieg endet, damit ich mich endlich beruhigen kann. Na, okay. Muss ich da auf ein Schiff gehen? Ich bin echt zu blöd gerade dafür. Aber weißt du, hier ist auch nichts irgendwie eindeutig Verdächtiges oder es wird auch nichts so gesagt oder so. Ich bin ja extra hier auf der Markierung. Okay, Leute, wir gehen mal auf diesen Dach, okay? Gucken wir mal. Hier ist auf jeden Fall ein Lederbeutel, den haben wir mal vor 10, 20 Folgen gesehen. Hier sind auch so Leitern verdächtigerweise, ne? Also, kann schon sein. Aber sieht nicht danach aus. Nö. Das wird immer komischer. Also, versteh's nicht. Lol. Vielleicht hier am Strand? Das ist ja nur ein Seefahrer, ne? Ja. Gehen wir erstmal schlafen, komm. Erstmal schlafen gehen. Schön alles aufladen lassen. Gute Nacht. Hier vielleicht? Okay. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert.
Na, aber mir nicht so verdächtig, ne? Also auch bei Tag arbeiten die ganzen Arbeiter hier. Ich glaube nicht, dass es hier ist. Ich glaube, es muss vielleicht bei dem Haus sein, wo diese Banditen waren. Wisst ihr, was ich meine? Banditenkeule, die ist sogar noch hier. Aber nee, tatsächlich nicht. Haben wir diese Truhe eigentlich schon? Oder Truhen? Nee. Links, 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 rechts. Oh. Ein Gürtel. Oh, nicht schlecht. Aber sind hier unten irgendwo Beweise oder irgendwas, Alter? Hä? Da hinten? Ah, dann wäre die Markierung ja richtig behindert. Also hier ist ein geschlossenes Tor. Tatsächlich. Aber das geht wahrscheinlich dort in die einfach in die Kanalisation. Ich glaube, das muss ich noch mal nachschauen, Leute. Ich glaube, das muss ich mal nachschauen, weil ich bin gerade wirklich wieder lost. So 1 Million% vielleicht. Komisch. Oder da die Kisten vielleicht. Nee. Okay, komisch. Leute, I'm back. Und das war wirklich sehr simpel. Wir mussten tatsächlich einfach mit denen reden. Hey, du. Krass, gell? Was machst du hier? Wir haben einen neuen Auftrag. Jemand bezahlt uns gut, um ein schnelles Boot für den Warentransport zu bauen. Wir haben einen straffen Zeitplan und arbeiten fast rund um die Uhr, um ihn einzuhalten. Also wenn du nicht helfen willst, verschwinde lieber. Ihr müsst sofort die Arbeit an diesem Boot einstellen. Wieso denn? Der Händlergilde liegt das sehr am Herzen. Hau ab! Lol. Materialien. Wie mache ich das? Ah. Sei doch keine 500 Gold, seid ihr verrückt oder was? Brutaler Mistkerl. Junge, warum machen die so viel Schaden? Noch einer. Hä? Ugh.
Dann stehen die auf oder muss ich noch jemand rumkloppen? Oder was kaputt machen? So. Okay. Oh Mann, mein Kopf. Verdammter Mistkerl. Roderich wird das erfahren. Dafür wirst du bezahlt. Nichts wie weg. Lol. Ja, okay, wo müssen wir uns dann treffen? Wir müssen uns dann wahrscheinlich dort treffen, wo die sind, ne? Na, dann machen wir das mal. Und dann gibt's eine richtige Aufräumaktion, Alter. Gehen wir mal schlafen. Hey. Es war doch die Seemannsruhe oder ich glaube Bernsteinküste war. Oder? Ja. Ah, da sind die doch. Söldner. Ich bin bereit. Also gut. Wir beginnen mit einer Erkundung des Höhleninneren. Leider konnten wir bisher noch nichts darüber herausfinden. Wir brauchen Informationen über die Lage der Tunnel, die Anzahl der Feinde und mögliche Hindernisse. Nur dann können wir einen Angriff starten. Zander ist für die Vorbereitung dieser Phase der Operation verantwortlich. Sprich mit ihm. Herzlichen Glückwunsch. Wofür? Lorenzo hat mir gesagt, ich soll dir sagen, dass du bald befördert wirst. Na endlich. Ich verdiene etwas dafür, dass ich die ganze Drecksarbeit hier mache. Hm. In einer Schenke zu trinken ist harte Arbeit. Beschwere dich nicht. Es war schließlich meine Idee. Danke für alles. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Wenn du mich brauchst, weißt du, wo du mich findest. Was können wir trainieren nochmal? Ah. Wo ist Sander? Ah. Lass uns die Höhle erkunden. Okay, aber ich warne dich, dieser Plan ist ziemlich riskant und nicht gerade klug. Toll, ich freue mich bereits darauf. Ah, geil. Alter, sind wir stark gegen den. Wir haben irgendwie uns improved. Keine Ahnung warum. Oh, der wäre fast tot. Hallo? Du bist fast tot, Kollege. Ja, super. Aber da ist ja schon so ein Speer, ne? Da hinten. Seht ihr das? Nein. Nein, 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 jetzt nicht. Lol, ah, okay. Das ist interessant. Wir sind da. Hier? Ja, genau hier. Siehst du das kleine Loch da? Das muss uns in den Tunnel führen, in dem diese Ratten sich versteckt. Ich habe eine Spruchrollenverwandlung in eine Fleischwanze dabei. Du gehst hinein, siehst dich um und kommst wieder raus. Ziemlich gute Idee, hm? Gib mir die Spruchrolle. Ah, hier ist eine Kiste auch. Links, rechts, rechts, links. Hm. Gucken wir nur ganz kurz, wer das da war, da oben. Söldner, ah, okay. Spielen die halt auch ein bisschen aus, ne? Gut, dann let's go, würde ich sagen. Ja. Wir haben sogar zwei. Wir haben es doch für irgendwas noch gebraucht, oder nicht? Irgendwas war... Ich weiß nicht mehr. Lol. Okay. Mini, 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 mini. Bin drin, jetzt muss ich aufpassen, dass niemand mit Füßen, soweit ich sehen kann, ins Leben.
Hey, wie cool. Hello, welcome back. Die Söhne, sie sollen im Haupt kommen. Die müssen essen. Ja, ich glaube auch. Was mit dem? Kann ich doch raus? Nee. Okay. Lol. Hä? Okay, Spoiler. Spoilerwarnung oder so. Wir haben es out of bounds geschafft, Leute. Was für ein Riesenerfolg. Da gibt es viel mehr. Ein bisschen weiter gucken. Das hat er doch vorher gewusst. Die Chance steht sehr. Kommt man da durch überhaupt? Glaube nicht. Nee. Also dann können wir doch eigentlich wieder rausgehen, oder? Ja, würde sagen ja. Junge, hallo? Alter, was mit dem? Der packt voll rum. Alle sind gerannt wie die Hasen. Ich war ganz allein. Man darf halt nicht alles glauben. Hä? Hallo? Wow. Aber ich kann doch nicht mehr machen. Ich check's nicht. Ich kann doch nicht mehr machen gerade. Also das sind andere Räume, aber wie soll ich da hinkommen? Oder gibt es vielleicht in den anderen Räumen auch nochmal so kleine Tunnelsysteme irgendwie? Keine Ahnung. Ich verstehe das nicht gerade. Hier kommen wir nicht durch. Das ist ja klar irgendwie. Daran wird sich nie etwas ändern. Ich fand ja keiner. Ah ja, okay, super. Wow. Keinen anderen Weg. Ah, okay. Ja, dann kommt man doch woanders raus. Hätte ich mir schon fast gedacht. Sieht aus wie schon ein bisschen Leben, weil vielleicht öffnet es. Ich glaube nicht, dass ich noch etwas anderes finde. Ich hoffe, die soll öffnen. Ja. Aber, ah, da. Okay. Ah, okay. Ah, da sind auch schon alle. Oh, jetzt gibt's einen fetten Riesenangriff, Leute. Und wieder wird Sander angegriffen. Junge, ich will kein Zweihand. Was soll das? Aufklärungsarbeit geleistet. Was hast du herausgefunden?
Die Höhle. Die Höhle ist in mehrere Räume unterteilt. Vom Hauptraum gibt es zwei Abzweigungen, eine zu den Schlafräumen und die andere zum Dokumentenraum. Einer der Gänge ist durch einen Mechanismus verschlossen, aber ich habe einen Weg gefunden, ihn zu öffnen. In diesem Fall kannst du, während wir uns ums Kämpfen kümmern, den Durchgang öffnen. Ich habe den oberen Ausgang der Höhle gefunden, aber es ist unwahrscheinlich, dass wir von dieser Seite reinkommen. Ja, die oberen Felsvorsprünge scheinen von dieser Seite aus nicht erreichbar zu sein. Ist cool, dann können wir dann auch oben mal die Welt erkunden, ne? Also ich weiß nicht, ob man da überhaupt hochkommt, aber ja. Drin. Aber es sieht nicht so aus, als würden sie einen Angriff erwarten. Wir sollten in der Lage sein, mit so vielen Schmugglern fertig zu werden, und die vielen Gänge werden wir zu unserem Vorteil nutzen können. Okay, das gibt uns ein Bild. Wir sammeln uns an der Tür, treten sie mit einem Knall ein, kümmern uns um jeden, der sich uns in den Weg stellt, und Marvin und Karamon gehen, um den Durchgang zu öffnen. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Folgt mir, Jung. Ja, okay. Da, Steinbrecher. Stimmt. Und ja, passt. Warum habe ich das jetzt in der Hand? Let's go, Leute. Jetzt geht die Party los. Endlich können wir die Schmuggler umbringen. Das war doch klar. SEK, SEK, SEK Ansatz. Let's go. FBI, open up. Oh oh. Ah, die sind schon drin, okay. Kannst du mal angreifen? Sander ist fast tot wieder. Nichts zu holen. Bevor wir den Schalter betätigen, erstmal die Truhen looten. Rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links, rechts, links. Oh. Links, links, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, rechts. Nice. Adelard und seine Söldner müssen bereits weitergegangen sein. Ja, glaube ich auch. Oh lol. Nichts zu holen. Und jetzt kommen wahrscheinlich diese NPCs von dem Boden auf hinauf. Lol. Ah.
Hilf mir, Karamon. Nichts zu holen. Ein Lebensenergie mehr. Okay. Let's go, nach oben. Ah ja, genau, Leiche. Ring. Lol. Entspann dich. Wir werden schon irgendwie zurechtkommen. Schließlich geht es uns allen darum, ein bisschen Gold zu verdienen. Ah. Jetzt sei so nett und zieh es nicht weiter in die Länge. Du, spring! Lol. Bitte, tötet mich nicht. Ich habe nichts getan. Du hast dich wohl verhört. Wenn du nicht wie dein Anführer einen Pfeil abbekommen willst, dreh dich um und spring auf euren Stand. Du musst diesen Ort doch lieben. Hier schmuggelt ihr Waren und destabilisiert damit den Handel der Stadt. Du wirst es sicher genießen, wieder den warmen Sand unter deinen Füßen zu spüren. Wenn du es geschickt anstellst, könntest du sogar überleben. Bitte, ich tue alles, was du willst. Spring! Nun, der hier wird wahrscheinlich nichts mehr schmuggeln. Und jetzt bist du dran. Du warst von Anfang an so ruhig. Ich glaube, ich hätte Arbeit für dich. Ich möchte, dass du ein neues Leben beginnst. Ein Leben, in dem du den Leuten bei jeder Gelegenheit erzählst, dass es sich nicht lohnt, sich mit der Händlergilde anzulegen. Haben wir uns verstanden? Ja. Gut, und jetzt verschwinde und ich will dich nie wiedersehen. Oh Mann. Gut. Sehr gut. Wir sind sie ein für alle Mal losgeworden. Stell dir vor, was passieren würde, wenn es in der Stadt wegen eines plötzlichen Anstiegs der Lebensmittelpreise zu einem Aufstand käme. Ja. Die Aktionen der Schmuggler könnten dazu führen. Der Handel muss kontrolliert und die Zölle müssen angemessen erhoben werden, damit der gesamte Mechanismus auf lange Sicht richtig funktionieren kann. Ich bin froh, das hinter uns gebracht zu haben. Du hast gute Arbeit geleistet. Ich bleibe hier bei den anderen und wir werden alle zurückgelassenen Waren sichern. Du gehst schon mal zu Lorenzo und überbringst ihm die guten Nachrichten. Sehr gut. Was gibt's hier denn noch viel Schönes so? Ah. Lol. Können wir runterspringen? Wir würden es vielleicht überleben, oder? Ja. Und da waren ja auch noch zwei Leichen, die könnten wir noch plündern, wenn die nicht despawned sind. Die sind despawned. Super. Na egal. Aber bevor wir zu Lorenzo gehen, nochmal schlafen gehen, würde ich sagen. Rechts, 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 rechts. So. Warte mal.
Ah, das bringt mich hier hin direkt. Okay, cool. That is cool. Very, very cool. Man kann, glaube ich, jetzt nur noch jeden Tag vier Stück bei ihm kaufen. Irgendwie so. Wahrscheinlich. Wie viel haben wir? 30. Ha. Nehmen wir die erst, wenn wir wenig Leben haben, würde ich sagen. Leute, er ist das. Was soll das denn heißen? Du warst so nett zu mir. Ich dachte, du könntest auch meinen Freunden helfen. Wir wollen nur 10 Goldstücke pro Kopf. Ja, okay. Wir müssen uns gegenseitig helfen. Ich hoffe, das hilft. Ach, wie nett. Wir müssen dich öfter besuchen. Hauptsache, ich bekomme Erfahrung. Ich habe mir das schon gedacht. Wie ich wegrenne. Ach, Mann. Bin ich echt gespannt, wie viel Gold es gibt. Ich habe die fucking Schmuggler getötet, Leute. Vielleicht gibt es mehrere solche Leute, aber das waren die Schmuggler. Sogar eigentlich. Ganz einfach. Und dann muss ich leider unseren Vertrag kündigen. Wir haben die Schmugglerbande zerschlagen und ihr Versteck eingenommen. Oh, großartig. Ich wusste, dass Adelard unter dieses lästige Problem ohne allzu große Schwierigkeiten lösen würde. Jetzt kann der Handel in der Stadt zu den altbewährten Methoden und Preisen zurückkehren. Hast du sonst noch etwas zu berichten? Armer. Wer war nochmal Armer? Es stellte sich heraus, dass es Armer war, der mit den Schmugglern handelte. Er wird nicht mehr gegen uns arbeiten. Nun, ich denke, wir werden ihn ohne große Probleme ersetzen können. Wir haben einen Schmuggler freigelassen, um die Nachricht zu verbreiten. Gute Idee. Der Typ wird wahrscheinlich so viel Angst haben, dass er nie wieder versuchen wird, gegen uns zu handeln. Ich glaube, das war's. Ich glaube, du hast vergessen, etwas anderes zu erwähnen. Du solltest die Waren auf der Anlegestelle zerstören. Warum hast du sie angezündet? In diesem Hafen lagern auch unsere Waren. Du hättest den Gegenwert von Tausenden von Goldmünzen verbrennen können. Wie bist du auf die Idee gekommen, die Arbeiter im Hafen zu verprügeln? Wir haben einen Anteil daran und es wird uns ein bisschen was kosten, es gerade zu bieten. Du verstehst natürlich, dass ich das von deiner Belohnung abziehe. Alles in allem hast du es geschafft, die Arbeit effizient zu erledigen. Und das ist für mich das Wichtigste. Es ist gut zu wissen, dass es in unserer Organisation noch Menschen gibt, die so engagiert, fähig und vor allem klug sind. Wenn du so weitermachst, werde ich sicher mit den anderen Ratsmitgliedern über deine Beförderung sprechen. Hier ist deine Belohnung. 700 Gold. Warte mal. Okay, Leute, wir müssen es machen. Ich will Ring des Wassers werden. 700 Gold ist nicht schlecht, er hat wahrscheinlich 300 Gold oder so abgezogen, aber ja, leider müssen wir diesen Step gehen. Ich möchte unsere Zusammenarbeit beenden. So wie ich es verstehe, brichst du also unseren aktuellen Vertrag, richtig? Okay, Geschäft ist Geschäft, wir werden hier keine Emotionen ins Spiel bringen. Ich möchte dich nur wissen lassen, was diese Entscheidung mit sich bringt. Du verlierst alle Privilegien als Mitglied unserer Organisation und alle Uniformen, die du erhalten hast. Bist du dir sicher mit deiner Entscheidung? Ja. Ja, das bin ich. So sei es. Ab heute bist du kein Mitglied mehr in unserer Organisation. Ich glaube, wir machen das Richtige, Leute. Der Blick gehen. Was? Ah, okay. Ist nicht schlimm. Neue Richtlinien. Okay, auch nicht schlimm. Wer ist wer? Ja. Ist nicht schlimm. Das waren nur so Zini-Mini-Quests, ne? Willst du Ausrüstung kaufen? Wie ich sehe, hast du dich ziemlich gut eingerichtet. Entspann dich, es ist nur vorübergehend. Ich muss den ganzen Müll loswerden und dann, wer weiß. Vielleicht werde ich nach Corvinus segeln. Ah. Ich habe gehört, dass man dort ein Vermögen machen kann mit allem, was man über die Kolonie hört. Wenn du noch etwas brauchst, werde ich auf jeden Fall eine Weile hier gefangen sein. Okay, lass uns handeln. Oh, fucking hell, was ist das denn für eine Waffe? Alter, okay, der hat ja wirklich nur krasse Waffen.
So, verkaufen wir unsere ganzen Waffen mal. Ich möchte eigentlich jetzt wirklich die eine Waffe kaufen, die eine Rüstung, weil wir haben fast das Gold einfach. Aber ich werde echt erst schauen, was es für eine Ring des Wassers Magier, Ring des Wassers Rüstung gibt. Brauchen wir die Gürtel noch? Ich glaube nicht. Nee, kann man auch verkaufen. Das da... Guck mal, wie viele fucking Dinger wir haben, Alter. Ich glaube, die schwarze Perle benötigen wir noch. 7000 Gold. Also Leute, wir kommen so langsam hin zu der Rüstung. 7,5 sogar. Haben wir noch eine andere Rüstung oder? Ah, die Show. Ja, okay. Wow. Okay. Okay. Dann werden wir... Ja, wir können uns wieder zu den einen Dude teleportieren und dann können wir einfach Ring des Wassers werden vielleicht. War das die 9, ne? Ja. Wähle einen Ort. Das war doch die Vardal-Festung, genau. Boah, ich dachte schon. So. Ich möchte mein Leben der Gerechtigkeit widmen. Nun, es gibt nur noch eine Sache zu tun. Nach der Tradition des Ring des Wassers muss jedes neue Mitglied ein Ritual durchführen. Angesichts der aktuellen Situation sehe ich keine bessere Aufgabe, als Volkers Einfluss in der Stadt zu begrenzen. Wir können keine Zeit mit Dingen verschwenden, die nichts mit unserer Hauptaufgabe zu tun haben. Was genau soll ich tun? Der Wucherer rekrutiert immer mehr Menschen in der Stadt für seine Privatarmee. Er verspricht ihnen Gold, ein warmes Plätzchen und einen Krug kaltes Bier. Die verzweifelten Flüchtlinge lassen sich in seine Falle locken. Wir werden noch nicht zu Volker kommen, aber du kannst zumindest seine Ausrufer loswerden, die diesen Schwachsinn in der Stadt verbreiten. Hier ist, was wir vor diesem Angriff herausgefunden haben. Werde sie los, egal wie. Okay. Ich weiß echt nicht, ob ich Armbrust machen soll oder nicht. Ich weiß es halt immer noch nicht. 40 Lernpunkte. Hm. Ja, jetzt kriege ich halt keine neue Rüstung, ne? Und ich habe nur diese Kackpratzenrüstung. Scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Stimmt, wir sollten doch in das Stadtmuseum gehen. Da war ja was, eigentlich. Kloster der Wassermagier, Seemannsruhe, Bernstein, ja, Bernsteinküste, damit wieder in der Nähe von der Stadt sind. Wir müssen nur vorsichtig sein, weil es sind ja auch noch mal ein paar von den Mistviecher. Alle tot? Cool. Bleib stehen, du Lump. Junge, Junge, Junge. Aber dann könnte ich doch theoretisch auch Miliz werden, kann das sein? Wenn ich doch schon kein Läufer mehr bin, dann würde es doch theoretisch gehen, oder? Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. I have no clue at all. Und ich weiß auch nicht mal, wo das die Stadtmuseum ist. Aber was wir machen können zuerst, bevor wir das machen, ich möchte ganz kurz... Köhlelager gehen. Ich glaube, ihr wisst warum, oder? Ich möchte nämlich endlich diesen einen Wirt überzeugen. Egal wie viel Experience es gibt, egal wie viel Gold, diese Quest brennt mir einfach in mein Herzen gerade. Und vielleicht können wir auch nochmal mit dem
König oder wie auch immer, ich sag einfach mal, dessen König, mit dem König reden oder Oberst wegen dem, was wir gerade gemacht haben bei der anderen Festung. Das könnte doch ihnen vielleicht zum Gute kommen oder keine Ahnung. So. Vielleicht hätte es sich eher gelohnt, wenn ich eine Rüstung habe, hierher zu kommen, aber egal. So, Kollege. Hey. Komm mal her. Ich habe nichts für ihn. Lol, okay, wow, super. Hat sich ja voll gelohnt, herzukommen. Super duper. Geil, mäßig. Ich habe ein bisschen was über dich gehört. Und du scheinst ein recht guter Kämpfer zu sein. Es gäbe da etwas, wobei ich die Hilfe eines Kämpfers brauchen kann, der nicht sofort den Schwanz einzieht und wegrennt. Worum geht es? Ich habe schon lange nicht mehr gut geschlafen. Ich bin ständig müde und schlafe überall ein. Das passt überhaupt nicht zu mir. Jessigan hat mir dafür etwas gegeben. Aber ich muss ein Dutzend Nächte nochmal schlafen, damit es wirkt. Unglücklicherweise hat Bas mir direkt die nächste Nachtwache zugeteilt. Könntest du die Nachtwache an der Südmauer für mich übernehmen? Was bekomme ich dafür? Ulrik wird nicht erfahren, wer an meiner Truhe war. Dachtest du wirklich, ich würde es nicht herausfinden? Ich gebe noch ein paar Goldmünzen dazu. Nicht, dass du später behauptest, wir Söhne des Wolfs würden gefallen, nicht wieder. In Ordnung, ich übernehme deine Wache. Ich habe eine grundlegende Patrouillenroutine für dich auf ein Stück Papier geschrieben. Wenn du die Anweisungen befolgst, sollte alles in Ordnung sein. Vergiss nur nicht, morgen vor der Abenddämmerung zu erscheinen. Okay. Ja, was soll man machen? So, ja, wenn wir schon da sind, dann... Ja, gehen wir mal kurz zum guten alten Schmiede. Schau. Oh mein fucking goodness. Okay. Meisterdegen, oh, okay, krass. Nee, Leute, ich glaube, ich kaufe mir echt diese Rüstung. Ich brauche nur Gold. Ich brauche nur einfach Gold. Und Gold finden wir... Stimmt, erstmal alle Tiersachen verkaufen. Und das könnten wir am besten in Silber machen, mal. Irgendwie, die eine Frau möchte ja nicht so viele Dinge, denke ich mal, oder? Probieren es mal in Silber. Einfach, würde ich sagen. Ich glaube, eine einfache Lösung. Und dann, wenn wir die 9K haben, dann holen wir uns die richtig geile, fette Paladin-Rüstung oder Ritter-Rüstung oder wie auch immer. Und die können wir uns dann später sogar nochmal upgraden lassen, dass wir dann in allen Werten nochmal 7 plus bekommen, Free-Willy-mäßig. Und dann haben wir schon so eine sicke Rüstung, Alter. Ich hoffe, ich bereue es nicht, aber ich glaube, ich bereue es nicht. Ich glaube, ich werde es nicht bereuen.